Und weiter geht es mit einer neuen Folge Medal of Honor Airborne. So, jetzt sollen wir ja unbedingt irgendwie in diesen Kontrollraum reinkommen. Das ist auch die letzte eigentliche Mission hier noch bei der Flakturm. Aber das sieht gar nicht so einfach aus. Hier ist extrem hoher Widerstand. Wir mussten ja schon einiges in diesem Turm erledigen. Oh, oh, oh. Okay, dann halt so. Oh, das ist ein Typ im Raketenwerfer. Die sind auch immer ganz knusper im Kopf hier. Wo ist der denn? Ist der Kerl mit dem Raketenwerfer? Ah, der ist da hinten irgendwo. Keine Granaten. Keine Granaten mehr übrig. Ach, da oben. Hin. Oh, er ist hin. Ein Glück. Sind nicht so viele. Kommen wir da irgendwie rein? Das war eine ganz beschissene Idee, aber sie hat fast funktioniert. Ja, die Pumpgun, sie schießt ein bisschen zu langsam, um so eine Aktion zu bringen. Wir müssen nicht im Ernst schon wieder hier per Fallschirm abspringen. Merkwürdig. Brauchte man bei den vorherigen Missionen nicht machen. Wenn man am Ende angekommen ist, dann hat man direkt dort angefangen. Jetzt springen wir doch per Fallschirm ab. Wieso sind hier noch Gegner auf einmal? Die hatten wir doch alle schon erledigt, schon zweimal. Die hier rumliefen. Oh, ich habe keine Granaten. Scheiße. Ah, sind unsere Leute da hinten. Oh, Granate, ihr Penner. Ja, im Nahkampf noch ganz dicht. Bleib liegen. Okay. So. Na. Ich kann sagen, willst du etwa tatsächlich wieder aufstehen? Ja, du bist getroffen. Und jetzt auch sogar tot. Ich habe immer noch keine Granaten. Das ist ein bisschen... Ne, Moment. Mussten wir nicht irgendwie noch... doch, nach unten. Wir müssen noch eine Idee nach unten. Ah, hier ist der Aufzug. Zum Runterspringen vielleicht doch etwas zu hoch. Na komm. Komm, kannst gerade wieder runterfahren. Hallo? Lass dich doch mal bedienen hier. Schön. So. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir in diesen verdammten Kontrollraum reinkommen. Oh, wir müssen noch mehr nach unten. Ah, hier. Hier können wir runter. So, wieder mitten rein in die Party hier. Oh, der Typ im Raketenwerfer, er ist zurück. Er ist wieder da, da ist noch einer. Verteidigen das hier aber bis zum Äußersten. Der Rocketman da oben, der muss da schnell weg. Ach, hier lag irgendwo Heilung rum, oder? Yep. Schön. Müssen wir bloß noch da hinten durchkommen. Dann haben wir es eigentlich auch bald mal hier. Hätte ich das mal nicht auf so eine unkonventionelle Art versucht, hätte es eventuell sogar funktioniert. Aber von welcher Seite? Vielleicht doch von der anderen Seite ran. Ist da oben noch einer? Da hinten.
Aber der scheint hier... Hab ich ihn? Nee. Das hat keinen Sinn so. Granaten? Ach, scheiße, immer noch nicht. Oh Gott, da ist so einer von denen. Da ist wieder einer von den Supersoldaten hier. Von denen, die ohne Ende vertragen. Okay. Wir müssen in diesen Raum da hinten rein. Ah, scheiße. Wo ist er denn? Oh nein. Vielleicht doch auf der Seite. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir schon einige Gegner weggemäht. Kann ja keine Infoschleife sein. Wir müssen in diesen Raum rein. Egal wie. Ist nah dran, aber das müsste gehen. Oh, es ging. Ach, der da oben, der regt mich aber langsam auf. Oh nein. Genau, wenn ich nachlade, taucht natürlich ein Gegner auf. Wie viele sind denn das noch? Also meine Theorie der Klonstätte für die Gegnertruppen, sie wird doch immer wahrscheinlicher. Ja, wir sind schon mal drin. Jetzt müssen wir es nur noch durchhalten irgendwie. Ja. Wo ist er? Das war einer von denen. Shit. Dachte, das wäre normaler gewesen. Scheiße. Das ist einer von den ganz gestörten. Zeig dich. Hab ich ihn getroffen? Ich hab ihn getroffen. Der ist platt. Wollen wir noch mal kurz sicher gehen? Sind wir echt hier durch? Aha, die Leiter. Okay. Wohin? Jo. Ja, wieder einer von denen. Nur noch die Elite, auf die man hier trifft. Was gut ist, wenn man sie so ein bisschen trifft, dann stunt man sie so ein bisschen und sie können sich nicht bewegen. Oh, Scheiße. Verarschen? Ey, das gibt's doch wohl nicht. Der hat doch in die ganz andere Richtung geschossen. Wie konnte der mich dann treffen? Merkwürdig. Okay. Haben wir hier noch was Gutes drin? Automatisches Gewehrgedöns. Sollen wir jetzt den hier nehmen? Ich denke mal, dass wir jetzt wahrscheinlich... Okay, hier ist sogar in einer Sequenz gerade. Sorry. Ich brauche mehr Sprengstoff. Travis, wie in alten Zeiten, hä? Bereit, Sir. Kabel überprüfen und dann überprüfen Sie sie nochmal. Ja, Sir. Der Abwasserkanal hier ist unser Fluchtweg. Sobald Private Worth die Kabel überprüft hat, stoßen wir zu einem Sprengkommando, das dieses Ding in die Luft jagen wird. Ich höre Sie! In die Kanalisation. Okay. Ihr werdet schon wissen, wo es lang geht. Wow. Fliehe. Wohin? Immer dem Kabel nach, denke ich mal. Okay. Sie ist einfach nur fliehen. Ich weiß auch nicht, wann die das Ding hochspringen.
Also werden wir hier mal ganz entspannt durchsprinten. Oh, scheiße. Okay, durchsprinten ist nicht. Das würde bedeuten, wir haben genug Zeit, um die alle zu killen. Was wir wahrscheinlich auch machen müssen, denke ich mal. Sie ist ja einfach nur fliehe. Kriegen wir die mit der Schrotflinte überhaupt kaputt? Oh shit! Genau, jetzt muss ich nachladen. Scheiße! Also ganz entspannt. Schnell den ausknipsen. Oh Mann. Ich soll also einfach nur fliehen. Aber offenbar haben wir genug Zeit. Ich denke mal, die sprengen das erst, wenn wir draußen sind. Hoffe ich. Weil sonst haben wir ein Problem. Energie? Nein. Bloß kein Fehler. Hab ich ihn? Ah, laut Radar nicht. Komm her. Schön, Headshot. Energie hier irgendwo? Ah, natürlich nicht. Wir wollen ja mehrere von diesen Superhansels. Da ist einer. Okay, Energie. Nein! Habe ich Zeit nachzuladen oder wird das zu riskant? Nein! Nein, 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 nein! Konzentration. Jetzt aber volle Konzentration. Was ist, wenn ich hier irgendwo anders rumgehe? Komme ich dann besser an den da hinten ran? Also muss ich mir hier echt... Das ist unnormal. Da ist irgendwas. Munition oder so. Okay, er geht da rum. Schrotflintenmunition. Naja, jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Der kommt doch von hier gleich. Aha. Okay. Also ganz langsam vorgehen. Und es irgendwie hinbekommen. So, da müsste eigentlich gleich hierher kommen, oder nicht? Nee, diesmal nicht. So. Aber die Ecke, wo da echt zwei Typen auf einmal stehen, das ist echt heftig. Moment, was haben wir denn hier noch? Ach, nur Munition und Granaten. Ah, schön. Wenigstens Waffenmunition bekommen. Ja, wir sollen aus diesem verdammten Flakturm jetzt raus, aber das muss man erstmal hinkriegen. Aller guten Dinge sind drei. Ich würde sagen, jetzt kriegen wir es hin. Man muss halt wirklich extremst vorsichtig hier vorgehen. Also wirklich Spielraum hat man hier nicht. Da hinten sind zwei Stück von denen. Ja. Was ist denn bei ihm nicht richtig? Schönen kleinen Glitch gefunden. Ah, da oben ist einer. Okay. Headshot. Schön.
Der ist erledigt. Da waren zwei von diesen Supertypen. Umgehen ist natürlich nicht. Da ist auch noch einer. Scheiße. Oh Gott, sind das viele. Ruhig. Okay. Das wäre der erste. Oh, da drüben ist Heilung. Wo ist der andere? Mist. Ah. Frage ist, ob er jetzt herkommt. Ja. Yep. Leg dich hin und bleib liegen. Ey, das waren nicht nur zwei, das waren drei. Okay. Oh. Ey, wie wäre man denn? Unglaublich. Scheiße. Scheiße. Doch nicht hierher, ne? Wo ist er denn? Ich muss da durch, da hinten ist Energie. Da ist er. Oh. Hier war aber auch irgendwo. Nein! Ein Ding weiter. Ein Ding weiter wäre Energie gewesen. Kommt er her oder kommt er nicht her? Da hinten steht er. Komm schon. Ich bin doch hier, Mensch. Wo wartest du denn? Oh, fuck. Okay, jetzt aber vielleicht mal irgendwie. Da ist aber noch einer. 4, 5 Stück von den Dingern auf einen Haufen. Und einer mit einer MG. Geil. Scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon. Ist er hin? Oh, der ist hinten Energie. Ich bloß hin. Mann. Was für ein Finale bis jetzt. Wo war der denn eben? Wo ist das verdammte Kabel überhaupt da? Oh, geht's hier raus? Oh, hier geht's raus. Oh, das sieht gut aus. Okay. Die Frage ist auch, wie viele Gegner treffen wir jetzt noch? Komm schon, komm schon, komm schon. Ist das echt der Ausgang? Boah, wir sind draußen. Wir sind draußen. Wir dürfen den sogar selber sprengen. Hä? Ach so, ich muss das Ding einfach nur nehmen. Flakturm. Zerstört. Oh. Der Flakturm war heftig. Der war echt heftig. Aber wenigstens sehen wir noch ein schönes Feuerwerk. Schön, wir haben es geschafft. Wir haben den Flakturm zerstört. Colonel Scott Webb, Abschlussbericht.
27. März 1945. Der Krieg ist vorbei. Das einst so mächtige Deutschland liegt in Trümmern. Ich denke, Amerika verdankt diesen Triumph dem Mut und der Beharrlichkeit unserer Luftlandetruppen. Die Entschlossenheit und Opferbereitschaft dieser Soldaten erfüllt mich mit Stolz. Und ich fühle mich geehrt, den Luftlandetruppen anzugehören. Ja, wie es aussieht, haben wir Medal of Honor Airborne jetzt durchgezockt und damit ist dieses Projekt auch abgeschlossen. Ja, gebe ich doch mal zum Abschluss noch so ein kleines Fazit ab zu Medal of Honor Airborne. Es ist jetzt kein überragend gutes Spiel, ist es nicht. Dafür ist es zu einfach gestrickt. Es hat aber viele gute Ideen drin, wie mit den Waffen-Upgrades und das Level-Design gefällt mir persönlich sehr gut. Da ist immer überall, außer am Ende, im Flakturm, sonst gab es überall immer verschiedene Möglichkeiten, den Feind von verschiedenen Seiten anzugreifen und zu umgehen. Relativ kurze Kampagne, aber relativ in Ordnung. Das Einzige, was mir nicht so passt, ist, es mangelt ein wenig an Abwechslung. Auch wenn das Geschehen jedes Mal anders ist, da man ja jedes Mal aufs Neue mit dem Fallschirm abspringt. Gut, ein paar nachladende Texturen und ein Glitch, den wir eben noch entdeckt haben. Okay, da kann man drüber hinwegsehen. Auch wenn nachladende Texturen eigentlich bei in der heutigen Zeit nicht mehr so ganz zeitgemäß sind. Aber gut, mir persönlich hat es echt Bock gemacht. Definitiv sollte man es mal bei Steam relativ günstig bekommen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ne? Zockt es einfach mal selber. Non-Stop-Action. So eine Mischung aus modernem und Oldschool-Gameplay ist ja drin. Grafisch halt kein Überflieger, aber ich denke mal noch in Ordnung. Für mich war es völlig in Ordnung. Die Grafik war okay. Der Sound war Hammer. Der war richtig gut. KI war stellenweise, hat ein paar Aussetzer, aber sonst eigentlich auch in Ordnung. Schwierigkeitsgrad, ja. Fing relativ leicht an und zog extrem an. Gut, was soll man abschließend noch sagen? Vielleicht gucke ich mir den Multiplayer mal an, aber dann offscreen. Falls das überhaupt noch jemand zockt, ist er schon ein paar Jahre älter. Ja, was würde ich jetzt Medal of Honor Airborne für eine Wertung geben? Ja, ich weiß es nicht, Ich würde sagen, 7 von 10. Ja doch, 7 von 10 Punkten kann man geben. Und ja, damit ist Medal of Honor Airborne endgültig als Projekt abgeschlossen. Ja, wir sehen uns bei einem anderen Projekt wieder oder bei den aktuell noch laufenden Projekten. Und abschließend sage ich natürlich das, was ich immer sage. Bis denn dann und ciao.